Ich weiß nicht, ob ich jetzt mit meinem Statement die Welt erschüttern werde oder ob das, was ich jetzt sage, jeder seit Jahren sagt. Aber Netflix-Filme sind oft gar nicht mal so gut. Früher, als Netflix endlich nach Deutschland kam, war ich hyped auf jedes Netflix Original. Aber mittlerweile schreckt mich das eher ab. Den letzten guten Film, den ich gesehen habe, war Don't Look Up. Aber der letzte schlechte war Red Notice. Ein Film so durchschnittlich, dass ich da wirklich an Filmen gezweifelt habe. Ich habe den Film vergessen. Während ich ihn geschaut habe. The Rock und Deadpool spielen halt einfach zum 100. Mal The Rock und Deadpool. Dieser Film hat jede Zelle in meinem Körper gelangweilt und ich war erstmal wütend auf Netflix, dass sie mir 2 Stunden Lebenszeit geklaut haben, aber dann war ich wütend auf mich selber, weil ich auf The Rock und Deadpool reingefallen bin. Deswegen habe ich einen großen Bogen gemacht, als ich Thor auf Netflix gesehen habe. Ich wollte einfach nicht nochmal drauf reinfallen. Aber dann habe ich diesen Trailer gesehen. Und 2 Namen, ein Molly und eine brennende Faust, die Leute verprügelt, haben mich überzeugt, doch diesen Film zu sehen. Und er ist gut. Nicht wirklich gut, 7 von 10 oder so. Es ist halt einfach cool, mal Chris Hemsworth als was anderem als Thor zu sehen. Und der Film hat es geschafft, mich direkt zu hooken. Er wirft halt einfach ein paar Fragen auf, ne? Was ist mit Chris? Was wollen alle von dem Jungen? Wer will was von dem Jungen? Und die Action ist einfach cool. Zwar immer Shaky Cam, aber es wird nicht super viel gecuttet. Also du kannst immer noch allem folgen. Er ist auch sehr brutal und das finde ich auch gut. Mittendrin boxt Chris auch einfach kleine Kinder und das fand ich sehr lustig. Aber es ist kein John Wick. Bis es John Wick wird. Es ist eine Szene, wo ich sage, alleine deswegen sollte man den Film schauen. Glaubt mir, schaut euch den an und stimmt mir zu. Ich werde gleich darauf eingehen, weil ich einfach darüber reden muss. Aber ich will, dass ihr so überrascht seid wie ich, was ihr schon gar nicht mehr sein könnt, weil ihr wisst, dass etwas kommt. Aber ihr wisst noch nicht was. Also guckt es euch erstmal an, okay? Und für die Leute, denen das einfach scheißegal ist oder die den schon gesehen haben, wir gehen jetzt rein. Es kommt eine Long-Take-Szene. Ich glaube, das heißt so. Die so lange geht, dass ich dachte, der restliche Film wird so sein. Man muss natürlich ganz klar sagen, da sind Cuts drinne. Und du wirst auch jedes Mal wissen, wo. Sie sind nicht gut genug kaschiert, dass du sie gar nicht bemerkst, aber trotzdem gut genug, dass es nicht den Flow zerstört. Es wirkt trotzdem wie eine lange Szene. Und holy shit, ist die lange. Da ich die Szene natürlich nicht zeigen kann, visualisiere ich das jetzt einfach mal auf meine Art, ja? Es startet damit, dass sie in ein Auto steigen. Die Kamera verfolgt das Auto. Sie fahren und fahren und mittendrin macht er dann einen U-Turn und dreht sich um. Dann geht die Kamera an der Seite ins Auto rein. Keine Ahnung, wie das geht. Und die verfolgt jetzt die Verfolgungsjagd, lol, innerhalb des Autos. Sie zeigt die Kamera, aber auch die Verfolgten. Dann geht sie durch das Rückfenster, durch das Glas hindurch. Wie gesagt, keine Ahnung, muss Magie sein oder so. Und wir folgen jetzt einen Verfolger, der den Jungen haben will, aber gegen die Polizei fightet in der Autojagd. Er kommt jetzt Thor immer näher, also verfolgen wir wieder Thor. Währenddessen geht die Kamera wieder von der Seite ins Auto. David Copperfield muss der Kameramann sein oder so. Sie crashen und steigen aus. Wir verfolgen jetzt einen Polizisten, der durch ein Gebäude geht und sie sucht. Der Film wird jetzt einfach zu der Szene von MW1. Hier geht das Tempo etwas runter, bis Thor aus dem Nichts auftaucht und alle Polizisten komplett fertig macht. Mittendrin muss der Junge aber abhauen und jetzt verfolgen wir ihn, wie er von einem Bullen verfolgt wird, er fast gepackt wird, bis Surprise Headshot von Thor. Wir verfolgen also wieder die beiden und Thor macht noch mehr Bullen kalt. Sie kommen raus, springen von einem Dach, gehen wieder durch die Wohnungen nach unten. Der eine Main-Verfolger kommt wieder. Thor und er fighten, fliegen beide vom Balkon auf die Straße, machen eine Messerstecherei mitten auf der Straße, wo Passanten durchfahren. Thor wird angefahren. Wir verfolgen wieder den Verfolger, der den Jungen vor der Polizei rettet. Und dann wird er angefahren von Thor. Wieder sind wir in der Verfolgungsjagd, aber jetzt in dem Truck. Und dann natzen sie die Bullen, indem sie unter der Brücke aus dem Truck springen. Und der Truck fährt in Explosionsfächer und Cut. Diese Szene ging 12 Minuten. Der Film geht 117 Minuten. Mehr als 10% von diesem Film ist dieser Longtake. Bro. Der restliche Film ist dann halt noch ganz okay. Insgesamt ist es einfach ein guter Actionfilm, hat mein Leben nicht verändert, aber bei dem Longtake, ich bin nicht auf mein Leben klargekommen. Also ich werde mir Teil 2 angucken, ja? Netflix, gar nicht schlecht, Digga.